live aus der Allianz Arena. Herzlich willkommen aus der Allianz Arena, wo die heutige Partie ausgetragen wird. Heute sehen wir Bayern München gegen Hannover 96. Er wird für ihr Spiel heute sicher wichtig sein. Und auf ihn werden sie bestimmt gesondert achten. Sollten sie auch, angesichts der 4 Treffer, die ihm in den letzten 3 Spielen gelungen sind. So gehen es die Bayern also heute an. Sie treten hier heute in einem 4-5-1 an. Setzen also mutmaßlich vor allem auf ihr Mittelfeld. Darüber wollen sie Dominanz ausstrahlen. Ist nicht leicht, gegen so eine Mannschaft zu spielen, denn die haben offensiv natürlich viele Optionen. Und so gehen es die Hannoveraner an. Sie agieren heute ziemlich offensiv, würde ich sagen. Auch wenn sie nominell nur eine Spitze aufbieten, da kommt einiges aus dem Mittelfeld nach. Hannover 96 könnte heute direkt an den kürzlichen Heimsieg anknüpfen, als es gegen Borussia Dortmund ging. Mit diesem 3:0-Sieg im Rücken sollten sie heute eigentlich favorisiert sein, aber mein Bauch sagt unentschieden. Das Spiel beginnt, die Bayern mit dem Anstoß. Thiago jetzt. Wird das eine Torchance? Rafinha. Tolisso. Und abgefangen vom Verteidiger, diese Hereingabe. Und jetzt ist der Ball erstmal raus. Schön dazwischen gegangen. Der FC Bayern ist hier klarer Favorit heute, oder? Auf dem Papier schon. Und dann werden wir mal beobachten, ob sie das auch auf den Platz bringen. Chance vertan. Die Kugel ist weg. Er klärt hier mit dem Kopf. Das gibt Einwurf. Goretzka. Die Bayern im Vorwärtsgang. Thiago jetzt. Robert Lewandowski. Der Angriff könnte was werden. Er schießt. Und Tor. Den macht er. Aber es war auch ein bisschen Glück dabei. Da der Glück beim Abschluss. Ja, der Ball hat den Pfosten noch berührt. Das Tor hat jetzt noch mal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Nicht wirklich überraschend, dass der FC Bayern hier führt. Albornoz. Tolisso. Lewandowski. Und da ist der Ball wieder weg. Jetzt müssen sie aufpassen. Super Einsatz. Da kann er ihn stoppen. Da ist die Hereingabe. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Und so kannst du den Torhüter natürlich nicht vor Probleme stellen. Rafinha. Coman. Jetzt nochmal die Bayern. Und Thiago. Tja, war halt niemand. Ja, das sah gefährlicher aus, aber der Ball ist erstmal weg. Jetzt ist Platz für den Konter. Pass auf die Außenbahn. Hereingabe.
Keeper geht gut zum Ball, forstet ihn weg. Goretzka. Super Pass. Komma. Schöne Aktion. Da kommt die Flanke. Und den Ball hält er problemlos. Tolisso. Und Thiago. Wird's jetzt gefährlich. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Gut aufgepasst, da kommt er an den Ball. Thiago, schöner Pass. Komm an, Flanke jetzt. Haben wir natürlich schon besser gesehen, keine Frage. Sorg. Haraguchi. Klasse Zuspiel. Ah, tick zu weit. Und jetzt Lewandowski. Thiago Alcantara. Thiago mit der Chance. Goretzka. Tolisso. Die Bayern über die Seite jetzt. Weiter Ball jetzt zu Robert Lewandowski. Der Ballverlust, keine gute Aktion. Zur Pause steht es 1:0. Ein knapper Vorsprung, der für die zweite Hälfte alle Möglichkeiten offen lässt. Er macht heute bislang eine gute Partie, finde ich. Wie siehst du es? Ganz wichtig war natürlich sein Führungstreffer. Jetzt haben sie alle Trümpfe. Und das Spiel geht weiter. Leider nach wie vor in strömendem Regen. Und da ist der Ball wieder weg. Chance vertan. Die Kugel ist weg. Da kann er klären, gut aufgepasst. Der Ball jetzt bei Thiago. Alaba. Ja, schöne Aktion, gut dazwischen gegangen. Und gleich gibt es hier die Auswechslung bei den Münchnern. Den spielt er steil. Da haben sie jetzt Platz. Jetzt in der Anspielstation. Flanke an den kurzen Pfosten. So, Spannung drin in dieser Partie. Ausgleich. Mal sehen, wie sich das noch weiterentwickelt. Waren Sie sich zu sicher schon? Das Spiel ist wieder ausgeglichen. Buschi. Ich weiß nicht, ob Sie den Gegner wirklich unterschätzt haben. Jetzt müsste es damit jedenfalls vorbei sein. Sie haben hier also den Ausgleich geschafft. 1:1. Coman. Goretzka. Der FC Bayern wird hier gleich wechseln. Tolisso. Klasse von Boateng, er hat den Ball. Jetzt ist er durch.
Seine Zuspiele sind heute sehr genau. Jetzt müssen sie aufpassen. Gute Ballführung. Und das will er jetzt alleine machen. Glanzparade. Tolle Aktion. Was für ein Wahnsinnsreflex. Und jetzt Doppelwechsel. Bebu. Ballverlust. Coman. James jetzt am Ball. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Lewandowski. Da trennt er ihn vom Ball. Bebu. Klasse Pass. Steil gespielt, gute Idee. Und er schießt. Sie sind heiß auf den Sieg. Hier hätte es mit der Führung klappen können. Da tut sich was an der Seitenlinie. Wechsel bei Hannover 96. Und schauen wir mal, wie sich diese Umstellung auf dem Rasen auswirkt. Jetzt gibt's Einwurf, nicht weit weg vom Tor. Gut aufgepasst vom Verteidiger. Gnabry. Lewandowski. Kurz vor dem Ende ist hier noch gar nichts entschieden. Noch ist alles drin. Die Flanke bleibt hängen. Schön geklärt von Boateng. Lewandowski jetzt am Ball. Robert Lewandowski verfügt ja nicht nur über eine sehr, sehr feine Technik, sondern ist auch ein äußerst athletischer Stürmer. Er ist schnell, physisch stark, kann damit den Ball perfekt abschirmen und dann eben auch behaupten. Sie kommen jetzt über außen. Oh, und jetzt der Zug nach innen. Über Fossum. Wenn so ein Volley reingeht, steht das Stadion Kopf. Aber wenn dann so ein Ding dabei rumkommt, dann ist es eher frustrierend. Kimmich. Coman. Viel ist nicht mehr auf der Uhr. 2 Minuten noch. Goretzka. Ganz sicher, auch dieser Ball kommt an. Bayern kommt nochmal. Die wollen hier unbedingt gewinnen. Was für ein Pech. Oh ja, der wäre wichtig gewesen. Goretzka. Coman. Kimmich. Kein Sieger heute. Das Spiel ist vorbei. Haben Sie heute einen Punkt gewonnen oder 2 verloren, Buschi? Ach, schwer zu sagen, Wolf. Sind ja manchmal Kleinigkeiten in so einem Spiel, die entscheidend sind.